So, Wagens Promenade. Was möchtet ihr? Versuch niemals Gegenstände und Ladung zu verkaufen. Der Ladenbesitzer wird denken, der Gegenstand könnte nichts bewirken und euch nur eine Goldmütze dafür bieten. Das betrifft auch Gegenstände, die sich bei einer Rast wieder aufladen. Ich habe keine Lust, später müde zu sein, wenn meine Fähigkeiten die höchste Konzentration erfordern. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. So viel wir bringen uns hier noch selbst in Gefahr. Ja. Bo ist schon hamstermüde. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Deswegen werden wir auch nachher gleich im Gasthaus rasten, sobald wir zeuglos geworden sind. Erzählt mir mehr davon. Was hat eigentlich sie nochmal hier oben alles zu verkaufen? Und wir haben hier einen Inform. Etwas hochnäsig, dreht Lucy sich weg, wenn ihr euch nähert. Der Lindvoll ignoriert euch. Ich mag Leute wie euch. Was verkauft ihr denn? Nicht, aber ja. Tag trotzdem. Die verkauft nur Schriftrollen und ist hochnäsig wie Sau. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter ja, mögen euch wohlgesonnen sein. Abonnent der Sinnestaten. Trefferpunkt. Plus 5 auf Trefferpunkte, plus 2 auf Charisma und auf dem Träger liegt Schutz vor Bösen. Kann nur von Klerikern verwendet werden. Das Teil ist recht gut. Haben will. Baldorans Punkharnisch. Rüstungsklasse minus 1. Das Teil ist auch saugeil. Ring der Gnadentöter. Yoshimo. Baldoran Schwert ist ein Langschwert. Bringt uns also nicht so viel. Baldoran Schild. Minus 1 Stärke. Das ist halt nicht so schön. Vecnas Robe. Magieresistenz beim Wirken von Zaubern. Ja gut, wir kommen nochmal zu dir da hoch. Lieber Tauschmann, stets zu Diensten. Ja. Schutzamulett kann weg, leider. Schild, Flegel. Die Pfeile können weg, der Stab kann weg. Der Ankeckpanzer ist nichts wert. Feldharnisch, ja, den muss ich doch mal aufheben. Was haben wir hier eigentlich drin? Wendigkeitstränke. Eisstaubtrank. Okay, hier ist nichts drin und das sind alles noch Heiltränke. Gut. Oh, was ist hier drin? Nachrichten. Und die ganzen Schutzformeln. Okay. Schnitter. Das kann weg. Der Helm kann weg. Der Schutzumhang kann weg. Der einfache Punkharnisch. Der Zweihänder. Streitkolben. Plattenpanzer. Katane. Lederpanzer. Das Kurzschwert, Schutz vor Bezauberungshelm, das kann alles erstmal weg. Stab der Furcht kann weg, Bolzen können weg, das kann weg. Kurzschwert, beißender Bolzen, das weg, Kurzbogen kann weg. Beschlagener Lederwams kann auf jeden Fall weg. Ja, das Bastardschwert, das kann auch mal weg, so. Amulett und Ring, das behalte ich mal. Ich verkaufe mal Unsichtbarkeitstränke bis auf einen Stack. Wobei, ich behalte den 6er Stack besser. Verkauf den ganzen Schmu hier. So.
Und bei Airy. Ach komm. Komm, das können wir uns jetzt mal leisten. Die drei Sachen, die wir wohl nicht behalten wollen, zu identifizieren. Das waren jetzt 200 Gold. Die haben wir dadurch jetzt mehr als wieder raus. Also 300 Gold und wir haben ja 131 Gewinn gemacht. Was ist hier noch drin? Magiban, Feuerball, Melf, Säurefall. Monster herbeirufen, Orakel kann weg. Geringere Zauberabwehr und sprühende Farben können weg. Schutz vor Versteinerung kann auch weg. Beutel schließen. So. Du setzt den Ring erstmal auf. Das Amulett der Sinnestaten kann nur von Klerikern verwendet werden. Du hast schon ein... Ah ja, des Metazauber-Einflusses. Was braucht ihr? Upsala, das ich macht... Ein zusätzlicher Zauber des zweiten Grades. Okay, und du hast... Das Ding. Okay, dann kriegt das Minsk halt. Dann kann sich Minsk, da wird Minsk schon mal nicht aus das Versehen verwandelt. Von irgendwem. Das Horn kann mal weg. Da kann. Was ist das eigentlich? Ein Feuerschutztrank. Und ja, wir haben viel zu viele Heiltränke. Gegengifttrank, der könnte eigentlich auch mal verkauft werden. Gegengift und Feuerschutztrank können beide verkauft werden. Regenerationstränke, Ja gut, dann kommt der Ankeckpanzer halt mal weg. Braucht ihr etwas? Ja, nun gut. So, dann gehen wir nochmal zu ihr hoch. Alles, was ihr benötigt, könnt ihr wohl bei mir bekommen. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Träger kann einmal täglich Abbild herbeizaubern. Rüstungsklasse minus 1. Nee, nicht unbedingt. Aber den Prunkharnisch hätte ich auf jeden Fall gerne mal. Und die Robe. Schild ist nicht so toll, weil das Stärke minus 1 macht. Plus 10 auf Sagenkunde. Ja, und das ist ein Langschwert. Kann nicht verwendet werden von Druiden, Klerikern, Magiern. Nö, nehmen wir nur mal die beiden Sachen. Well, minus 8. Kriegen nochmal 4 Trefferpunkte. Plus 1 auf Charisma. Wiegt 50. Okay, das ist verkraftbar. Und Minsk mit seinem minus 3. Gut. Ich werde mein Bestes tun. Folgt mir, was immer ihr wünscht. So, und jetzt Airy noch. Ach, weißt du was? Nee, halt, wir geben erstmal Airy das Ding hier. Dadurch ist sie schon mal magieresistent, weil... Minus 1 Rüstungsklasse gegen Fernkampfwaffen und Brettungswurf plus 1 gegen Odin-Waffen. Ist jetzt nicht so der Renner. Wenn ihr es wollt. Man kann in ganz Verrühen am besten im Abenteuermarkt einkaufen. So. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. So, das eine sind Abwehr. Armreife 5, das sind 6 und ich habe 3, ja. Und das ist ein Schutz zum Hang plus 1, ja. Das heißt, das kann alles verkauft werden.
Das Ding geht mal zu Keldorn. Trank der Einsicht. Weisheit der Person auf 18. Mhm. Konstitution auf 18. Gut, so viel dazu. Was können wir für euch tun, damit eure Träume heute wahr? Pausierer, Handwerker oder Höllenleich? Das kümmert mich nicht die Bohne. Das Einzige, was zählt, ist das Geschäft. Und Riebald ist dafür da, eins mit euch zu machen. So. Ich war natürlich. Ja. Haben wir ein bisschen Geld ausgegeben, um uns bessere Ausrüstung zu kaufen? Euer Wunsch ist mein Begehr. Jetzt übernachten wir nochmal königlich. Und ja, dann Handelstreff, würde ich sagen. Weil was haben wir denn sonst noch? Game Bates Honorar. Korgans Bu. Valiga Kotala. Das ist auch Valiga Kotala. Tierische Probleme im Handelstreff. Valens Herrin. Immer noch Valiga Kotala. Kangaks Körper mache ich, wenn wir in Akt 6 wieder zurück sind. Renes und Herr Dallas, ja. Und die Pflichten eines Klerikers, aber die sind so Nebensache. Also als nächstes machen wir Handelstreff. Ich glaube, das war der falsche Laden. Ja, ich wollte den daneben. Was möchtet ihr? Fragt nur, erzählt mir mehr davon. Gott, haben wir jetzt Trefferpunkte. 134. Der Einzige, der über 100 hat bis jetzt, ist Keldorn. Hat aber auch hat keiner eine hohe Konstitution. So, einmal königlich. Und wir gehen nach Handelstreff. Weil ich will wirklich gucken, dass ich so viel wie möglich abschließe, bevor wir den nächsten Akt gehen. Allein schon Akt 3 kann etwas anstrengend werden, je nachdem für welche Gruppierung wir uns entscheiden. Wir haben ja zwei zur Auswahl, also was die Main Quest angeht. Entweder wir schließen uns den Schattendieben an oder der anderen Gilde. Die ja scheinbar was mit Vampiren zu tun hat, so oft wie wir das schon nachts erlebt haben. Rückschläge vorübergehender Natur sind. So, Handelstreff. Da drüben. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch. Da hat es Yoshimo ein bisschen erwischt. Allzeit bereit. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich sollte übrigens mal gerade kurz gucken, ob bei allen überall alle Zauber eingetragen sind. Ja. Bei dir auch. Sehr gut. Bei dir auch. Fort nur. Natürlich. Euch mag das ja komisch vorkommen. Aber tagsüber kann man wenigstens sehen, was auf einen zukommt. Sagt die mit Infravision. Ja. Ach, Herr Jemine. Die mal Natur sehen. Nimmt das Leben, der sie gab. Kreuz dich leer mit ihr und sterb. Tja, Handelstreff. Das Dao Jin Zelt.
Wart hier Schenke, Anwesen, die Grofverhandelstreff, die Schmiede, Südwesttor. Wenn es das ist, was ihr wollt. Steht bequem, Bürger. Es gibt noch immer ein paar Probleme in Adelstreff. Wenn ihr meine Meinung hören wollt, solltet ihr euch hier nicht allzu sehr sehen lassen.